Richte ihr die Kunde. Drogelbecher, 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 Drogelbecher. Es gibt zwei Arten von Verrücktheit. Die gefährliche und die liebenswerte Art. Egal ob durch extravagantes Auftreten, einen seltsamen Humor oder andere Ticks. Diese Typen aus Videospielen haben irgendwie alle einen an der Waffel. Hi-ya! Brucey, you got to chill. For real. Well, turn that emoji frown upside down, buddy. Things are about to get awesome. Die Borderlands-Reihe hat schon einige echt schräge Typen ins Leben gerufen. Roboter Claptrap ist da keine Ausnahme. Der Blechkasten ist eine Quasselstrippe, wie sie im Buche steht. Ständig nervt er mit dezenten Hinweisen zu neuen Nebenaufgaben und lässt dem Spieler keine ruhige Minute. Sammle dies, tue das. Aber eigentlich wurde Claptrap dafür entworfen, ein Magnet für Hassgefühle zu sein. Kein Wunder, dass keiner zu seinem Geburtstag kommen möchte. I mean, there must be 20 different types of... Over here, stranger. Over here, stranger? Mitten in der spanischen Provinz aus Resident Evil 4 treffen wir diesen zwielichtigen Kerl, der unter seinem Mantel die heiße Ware verschachert. Irgendwie passt der eingehüllte Profikapitalist gar nicht in den Rahmen des Spiels und ist doch einer der coolsten Charaktere überhaupt. Mysteriös und verschroben hilft er Leon mit seinem Arsenal an Waffen und lockert die düstere Sektenstimmung mit seinem kernigen Humor auf. Vielleicht geht seine Art so gut auf, weil er uns an den lustigen, alkoholkranken Onkel erinnert, den wir alle in der Familie haben. Got something that might interest you. In Tekken kämpfen wir ja mit allem Möglichen, Holzklötze, Bären und Dinosaurier, und trotzdem ist Gon ein Kuriosum. Der kleine, gefräßige Comic-Dino sieht ein wenig wie Agumon aus dem Digimon-Universum aus und hat eine Hitbox, die unter den meisten Tritten durchschlüpfen kann. Dagegen sind kämpfende Pandas ein fast schon gewöhnlicher Anblick. Da sitzt er, der kugelrunde Ritter mit seinem Zwiebelhelm auf dem Kopf. Die Füße baumeln, der Kopf ist gesenkt. Still closed, still closed, jammert er vor einem riesigen Tor. Und irgendwie möchte man es ihm gleich tun, sich einfach nur hinsetzen und sich der Gefahren dieser erbarmungslosen Welt verweigern, abwarten, bis sich die Probleme von selbst lösen. Siegmeier von Katarina aus Dark Souls ist der geborene Ritter von trauriger Gestalt. Nur sein Heldenmut ist größer als seine Schusseligkeit, nur sein Herz größer als sein Verstand, der nicht in der Lage ist zu erkennen, dass das Abenteuer, zu dem er aufgebrochen ist, mehrere Nummern zu groß für ihn ist. Drummelbecher. Das Point-and-Click-Adventure Edna bricht aus spielt in einer Irrenanstalt, dessen illustres Personal verrückter Insassen alleine schon diese Liste hätte füllen können. Da sind zum Beispiel die Brüder Hottie und Motti, die sich für siamnesische Zwillinge halten, aber nur im selben Pullover feststecken. Oder der Bienenmann, der mit seinem Leben im Bienenkostüm gegen seinen Vater, einen passionierten Imker, rebelliert. Heimlicher Held des Spiels ist jedoch der Drogelbecher. Eigentlich ein netter Kerl, verfügt er jedoch über einen angeborenen Sprachfehler, weswegen er außer seinem bizarren Namen, Drogelbecher, nicht viel über die Lippen bringt. Drogelbecher, Drogelbecher, Drogelbecher! Wenn wir von Velia aus The Legend of Zelda Breath of the Wild sprechen, werden sich vermutlich die wenigsten daran erinnern, wen wir meinen. Nennen wir ihn aber den Gerudo-Transvestit, dürfte den meisten ein Licht aufgehen. Um nach Gerudo-Stadt zu kommen, muss Link sich als Frau verkleiden. Doch Gerudo-Kleider bekommt er nur von einer Frau, die sich als Gerudo gekleidet hat. Die flirtet ziemlich lüstern mit Link, bevor ein Windhauch den Schleier vor ihrem Gesicht lüftet, den bärtigen Mann darunter enttarnt und den Helden erschrocken erstarren lässt. Alleine sein Name qualifiziert Boogerman, englisch für Popelmann, für einen Platz in dieser Liste.
Der Held des gleichnamigen Spiels erwehrt sich seiner Gegner mit Waffen natürlicher Herkunft. Rülpser, Fürze und Popel führen den exzentrischen Millionär Snotty Ragsdale, so der Name des Mannes hinter der Maske, in die Excrement genannte Dimension, um dem bösen Professor Stinkbaum die Leviten zu lesen. I'll be back. Bruce Brucey Kibbutz lebt den amerikanischen Traum. Schnelle Karren, Luxusgüter und Steroide sind genau sein Ding. Gerade Bullenhai-Testosteron schießt er sich gerne in die Adern. Ob das seine Mutter gutheißen würde, der ein großes Tattoo auf seinem Bauch gewidmet ist? Wann immer man ihm in GTA 4 begegnet, turnt und fuchtelt er ruhelos herum und wirkt wie ein Kind, das den Kakao mit einem großen Becher Espresso verwechselt hat. I am the great mighty Moo, and I am going to throw my at you. Er ist ein großer Haufen Kacke. Muss man da noch mehr sagen? The Great Mighty Pooh aus Conker's Bad Fur Day ist nicht nur der beschissenste Boss der Videospielgeschichte, sondern auch noch ein passionierter Opernsänger, der Toilettenpapier mehr als alles andere fürchtet. Was haben die damals bloß geraucht? Schräger geht es einfach nicht. Ah, you cursed squirrel, look what you've done. I'm flushing. Commentary. That's the way to tell the meatbags, Master. Charging weapons just in case. This should be fun. Er ist nicht der Droide, den wir suchen. Aber manchmal muss man nehmen, was man kriegt. HK-47 aus Star Wars Knights of the Old Republic ist eine Kampfmaschine durch und durch und hat von früh bis spät nur Mord und Totschlag im Kopf. Ein denkbar ungeeigneter Gefährte für einen edlen Jedi-Ritter. Entsprechend sind seine Kommentare ausnahmslos sarkastisch und blutlüstern. Etwa, der Waffenstillstand ist vorbei, herrlich, jetzt wird gemordet. Aber auch in romantischen Angelegenheiten kennt sich HK-47 besser aus als jeder Glückskeks. Liebe ist, einem 120 Kilometer entfernten Ziel mit einem Aratec-Präzisionsgewehr und einem Trilight-Zielfernrohr die Kniescheiben zu zertrümmern. Bitte heirate uns, HK-47. You hear that, Meatbag? I will be back.